Ja, auch heute sind wir wieder bei der Sport Schulze GmbH in Birbach zu Gast. Bei mir heute Sascha Lichtenteller, Trainer der Spielvereinigung Neunkirchen. Hallo Sascha. Ja, hallo. Bevor wir gleich die vierte Runde im Expressi-Tippspiel spielen, sprechen wir wie gewohnt natürlich über die Spielvereinigung. Sascha, ihr seid das zweite Jahr jetzt in der Klasse. Nicht wenige Trainer haben euch so als Geheimtipp abgetan, will ich nicht sagen. Also als Geheimtipp in der Hinterhand. Du hast in einem Gespräch vorher schon gesagt, das wäre ganz und gar nicht so. Jetzt habt ihr 3 Spiele, 2x 6-0 gewonnen, einmal 0-4 verloren. Wie siehst du den Leistungsstand deiner Mannschaft und ja, wo sind die Ziele der Spielvereinigung? Ja, nach Zielen werden wir oft gefragt. Ja, was soll ich sagen? Also wir sind voll auf Kurs. Ich bin total zufrieden mit dem Verlauf, wie er bisher war. Wir sind aber jetzt auch nicht mit einer Erwartungshaltung drangegangen, dass wir sagen, okay, wir müssen in den ersten 3-4 Spielen Tabellenplatz X erreichen. Mhm. Überhaupt nicht. Sondern du hast eben gesagt, wir sind im zweiten Jahr und wir wissen, wie schwer das zweite Jahr sein kann. Und wir haben einfach gesagt, wir lösen uns von der Zielsetzung, die irgendwo an der Tabelle sich orientiert. Ja. Wir haben gesagt, oder wir haben erstmal analysiert, was haben wir letztes Jahr geleistet. Was müssen wir leisten, um uns weiterzuentwickeln? Ja, und daran haben wir letztendlich auch Ziele definiert. Ziele sind letztendlich, dass wir unseren Punkteschnitt pro Spiel verbessern wollen, dass wir weniger Tore kassieren wollen. Und da sind wir auf einem guten Kurs. 2 Auswärtsspiele, 12 Tore mit Robin Paul und Philipp Siebel, 2 Jungs, die 11 der 12 Buden gemacht haben. Trotzdem hast du auch im Telefonat gestern nach dem Spiel gegen Larsow gesagt, die Abwehr hat super Arbeit geleistet, der Definitiv. Torwart war gut. Ja. Also du guckst nicht nur offensiv drauf los, sondern legst auch Wert auf konzentrierte Abwehrarbeit. Also das ist für uns das A und O. Also wir sind nach vorne hin sind wir super aufgestellt. Jetzt nicht, weil wir da, sag mal, Individuen haben, die das Spiel an sich reißen, sondern da laufen einfach viele Automatismen schon von alleine. Wir haben gute Angriffsmuster, die immer wieder funktionieren. Für uns war es einfach wichtig, wenn du Punkte holen willst, wenn du den Schnitt verbessern willst, dann musst du einfach auch mal ein 1-0 generieren, was dann reicht. Und dafür brauchst du eine stabile Abwehr. Und da haben wir viel, viel Wert drauf gelegt, auch in der Sommervorbereitung. Und da stehen wir gut. Der Jason Spencer ist für uns momentan eine Bank. Der holt dann wirklich auch schon mal einen Unhaltbaren raus. Philipp Weber und Adi Lück machen einen super Job. Und das ist mir genauso wichtig. Auch Zusammenspiel mit den Sechsern, mit dem Alex Metag, mit dem Radi Rettinger. Mhm. Top. Aber auch noch Luft nach oben. Du sagst es, Luft nach oben. Die nächste Partie ist gegen den FC Hilschenbach. Genau. Die sind nett. Wirklich optimal gestartet, haben auch noch ein paar Leute fehlen. Das erste Halbspiel ist auf Deutsch gesagt in die Hose gegangen. Jetzt gegen Hilschenbach soll es klappen. Ja, definitiv. Aber auch Hilschenbach ist eine Mannschaft, die musst du erstmal schlagen. Also der Ebert Stötzl ist ein erfahrener Mann, der weiß, was er tut. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich, letztes Jahr war das erste Spiel. Wir waren die bessere Mannschaft, verlieren 0-1. Das kann uns auch heute wieder passieren. Mhm. Wichtig ist, dass wir eine Euphorie von einem 6-0 auch mal mitnehmen und nicht blind nach vorne rennen, sondern im System bleiben, am Plan festhalten, konstant sind und dann haben wir alles, um auch Hilschenbach zu schlagen. Okay, aber bevor Hilschenbach kommt, haben wir ein Plakat am Tisch liegen, ein Highlight unter der Woche. Definitiv. Sportvolles Siegen. Definitiv. Kommt zu euch. Ja. Ich denke, die Vorfreude ist groß. Gigantisch. Also Gigantisch. Wir freuen uns alle. Ja. Ich sag mal, wenn man über den Kreis Siegen spricht, dann sind die Sportfreunde natürlich das Größte, was man da spielen kann auf Kreisebene. Und wir sind da schon alle sehr, 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 sehr gespannt, freuen uns auf das Spiel. Und ja, wollen unseren Teil natürlich dazu beitragen, dass ein Pokalfight wird. Das wäre die nächste Frage gewesen. Oberligist, überraschend Tabellenführer. Wie gesagt, ich habe gestern geschrieben, Momentaufnahme, sehe ich auch genauso. Wie geht man rein in so eine Partie? Als krasse Außenseiter. Wie geht man rein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir haben uns schon Hilfe geholt von extern. Der Herr Loma, wir haben ja auch eben mal drüber gesprochen. Ja. Der gegen Sätzen war bei uns am Platz und hat uns da ganz, ganz wichtige Infos gegeben, wie man Siegen schlagen kann. Okay. Werden uns natürlich ein bisschen dran orientieren, aber nein, wir wollen da total unvoreingenommen dran gehen. Wir wollen schauen, dass wir ein gutes Spiel machen. Das ist für uns einfach ein Spiel, was wir uns auch mitnehmen können. Ja. Wo wir gucken können, wo stehen wir, wo wir auch wieder Menschen aus dem Ort begeistern können, auf den Platz zu kommen. Das ist die Zielsetzung. Wir wollen Spaß haben. Wir wollen alles raushauen, was wir haben. Und Ergebnis, das wird dann schon irgendwo passen. Und solange wir damit leben können, ist alles gut. Alles klar. Gut, dann wünschen wir von der Stelle schon mal viel Glück. Danke, danke. Für den kommenden Mittwoch. Und wie gewohnt, vierte Runde im Tippspiel. Die dritte Runde war
für die Expresse-Redaktion erfolgreich gegen Jan 15. Das ging mit 5:3 an die Expresse-Redaktion. Und auch diesmal tippen wir wieder von der Regionalliga runter bis zur Kreisliga A. Ja, Sascha, fangen wir einfach mal an. Regionalliga West, Viktoria Köln gegen den TuS Erndebrück. Ja, also ich bin da wahrscheinlich einer der schlechteren Kandidaten. Ich habe da wenig Überblick. Das ist aber manchmal auch umso überraschender dann, was da so rauskommt. Ja, allein durch den Henner würde ich jetzt aus Loyalität und Sympathie natürlich zu Köln halten. Lokalpatriotismus steht natürlich für Erndebrück. Ist der Kompromiss ein 1-1. Alles klar. Dann kommen wir zur Regionalliga Südwest. Da reist der TSV Steinbach zum KSV Hessen-Kassel. Ja. Vielleicht zur Info. Die hatten auch ein Insolvenzverfahren, genauso wie die Sportfreunde, und sind mit minus 9 Punkten in die Saison gestartet. Sind jetzt aber seit diesem Spieltag im Plus. Also nicht die schlechteste Mannschaft, so wie man hört. Aber Steinbach ist auch Fünfter in der Tabelle und auch gut gestartet. Was tippst du da? 2-1. Okay, kommen wir zur Oberliga. Die angesprochenen Sportfreunde, euer Gegner, gegen den TuS Haltern, die jetzt gegen Kahn verloren haben. Das habe ich gesehen. Tippe ich für Siegen 4:2. Okay, dann kommen wir zum 1. FCK Marienborn. Die spielen gegen Arminia Bielefeld 2. Ja, da drücke ich im Enrico Balia ganz fest die Daumen und sage 1-0 für Kahn Marienborn. Okay. Dann haben wir ein Spiel aus der Landesliga rausgepickt. Der FC Altenhof gegen den TuS Erndebrück 2. 0:0. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. So, kommen wir zur Bezirksliga 5. Da ist ein Lokalderby endlich nochmal in der Gegend, weil Eiserfeld aufgestiegen ist. Der FC Eiserfeld empfängt den SOS Niederschelden. Ja, also da tippe ich ein 1:2. Wir haben auch nicht gegen Niederschelden in der Vorbereitung gespielt. Ich habe ja selber eine Schelder Vergangenheit. Toller Verein, tolle Mannschaft. Und ich glaube, die sind auch noch nicht an ihrem Maximum angekommen. Okay. Die werden da auf jeden Fall in der Liga auch noch das ein oder andere Pünktchen holen. Okay. Und jetzt gegen Eiserfeld. Ja, alles klar. Gut, dann kommen wir zur Kreisliga A, wo auch deine Mannschaft beheimatet ist. Grün-Weiß Siegen, auch überraschend weit vorne nach den ersten 3 Spieltagen gegen die SG Siegen Giersberg. Also ich tippe da, Grün-Weiß Siegen wird den Vorteil des eigenen Platzes haben. Der hat ja seine eigenen Abmessungen. Siegen Giersberg hat aber auch als Aufsteiger da bisher ein gutes Gesicht gezeigt. Sehe Siegen leicht im Vorteil 2-1. Okay, dann haben wir die SG Mudersbach-Brachbach gegen den VfB Burbach. Ja, Mudersbach, denke ich, auch verdient Tabellenführer. Ich habe mir die Videos auch angeschaut. Sie haben eine echt tolle Form, super Physis, gehen nach vorne wie Schmitz Katze. Ja. Also Burbach im Moment schwierig einzuschätzen. Also sie haben eigentlich eine super Mannschaft, ein super wenn System. Sie alle da wären. Wenn sie alle da wären. Ja. Aber ich glaube, in der jetzigen Verfassung werden sie überrannt. Also es wird schon 3-1 werden. Okay. Ja, und dann der Siegener SC gegen den FC Kreuztal, wo auch vor der Saison jeder gesagt hat, die fallen auseinander, das gibt gar nichts. Wir haben 6 Punkte, 2-mal gewonnen. Muss man drauf aufpassen. Definitiv, also ich hätte auch nicht geglaubt. Tippen dennoch 2-1 für den Siegener SC. Ja. Uwe Kipping hat eine tolle Truppe. Auch mit Tim Böcher, einen der besten Torleute. Der könnte mit Sicherheit auch ohne Probleme Bezirksliga spielen. Also da werden sie sich schon durchsetzen. Okay, ja, und die letzte Partie, 2 Aufsteiger, FC Walbach gegen den TuS Wilnsdorf-Wilgersdorf. Ja, ich sehe Walbach da ein Stück vorne. Sind einfach offensiv auch wirklich, haben eine riesen Durchschlagskraft, auch schnell mit dem Insehacken-Metz. Ja. Toller Spieler. Ich glaube, Wilnsdorf ist noch nicht wirklich in der Liga angekommen, haben aber auch eine gute Truppe. Auch das 6-0 gegen uns, haben kein schlechtes Spiel da gemacht. Unglücklich gewirkt, aber das ist dann einfach auch A-Liga der Unterschied. Ja. Ich sag mal ein 3-0 für Walbach. Alles klar. Gut. Ja, da sind wir durch mit den Infos zur Spielfeier in Neunkirchen mit der 4. Runde im Tippspiel. Noch eine Info, nächste Woche ist Ivan Markov vom TuS Erndebrück 2 zu Gast. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal viel Glück mit deiner Mannschaft, wie allen anderen auch. Und schön, dass du da warst. Gerne. Dankeschön.